Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal hatten wir einen Bosskampf, beziehungsweise wir hatten mehrere Bosskämpfe, hatten eine richtig krasse Fusion gesehen. Ein neuer Freund ist direkt gestorben und wir erkunden jetzt hier erstmal noch zu Ende, bevor wir zurückgehen. Weil wir hier bestimmt noch die ein oder andere Kiste finden oder was auch immer noch interessant sein könnte. Wie zum Beispiel dieser Roggel. Was für ein Roggel ist das überhaupt? Ist das... Ah, das ist ein Ruger Eule. Das ist ein neuer Gegner, also können wir ruhig machen. So, erstmal ein Kraftfeld, damit ihr hier stärker seid. So, die Flächenheilung, die bringt. Kommt Leute, haut die Eule kaputt. Ich sehe, wenigstens macht der Healer jetzt endlich mal seinen Job, ne? So. Heilen der Regen! Können die jetzt mal? Danke. Hat aber lange gedauert, bis ihr ihn mal in die Ohnmacht geprügelt habt. Also als Healer kann man diese Ringe richtig praktisch nutzen, weil man sich genau reinstellen kann oder sie aneinander legen kann. Wir haben die Eule bezwungen. Komm, wir erkunden hier zu Ende. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesehen, dass da ganz oben noch was war. Diese Ouroboros, die wir letztes Mal auch freigeschaltet hatten, ne? Die war richtig krass. Sowas will ich in Zukunft öfter sehen. Okay, da geht's erst später weiter. Haben wir hier noch irgendwas? Außer ein kaputtes Schlachtfeld? Bisher anscheinend nicht. Naja, wenigstens sehr viel Zeug. Und hier wollte ich auch einmal hoch. Oh, was liegt denn da Goldenes? Ach, da ist ein Rastplatz. Wird sofort mitgenommen. Den können wir ja gut gebrauchen. Oder ist das doch kein Rastplatz? Zumindest jetzt noch nicht, offenbar. Schade, ich dachte, ich könnte es nutzen. Okay, da kann ich auch noch nicht lang. Ja, dann kann ich ja nur zur Kolonie. Darf ich keine Reisepunkte momentan nutzen? Ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Wir sehen uns am Ende des Weges. Oh, neue Wölfe zum Bekämpfen. Mitten auf dem Weg. Komm, jetzt wirf ihn da oben. So, tschüss. Der Wolf hat nicht viel ausgehalten. Kann man jetzt schon sagen.
Aber wenigstens hat er uns Fleisch gebracht. Fifi ist auffuttern, das ist immer toll. Ja, da oben kann ich leider noch nicht hin. Darf er nicht selbstständig überall hinlaufen. There is still monsters about. Is that what you mean? I know. Oh, da ist eine Hülle. Die ich nicht einsammeln darf. Und schon sind sie tot. Da hatte sich sogar noch ein zweiter einfach eingemischt. Ja genau, Triller von da hinten aus. Das hört die Leiche ja so oder so. Und wieder ein bisschen Harmonie. Nein, Herr Eule, wir wollen nicht kämpfen. Wir fühlen uns geehrt, aber nein. So, ich lasse ich in Ruhe. Da hinten leuchtet was. Komme ich da dran? Jetzt momentan zumindest nicht. Das ist auf der anderen Seite der Schlucht, wo ich noch nicht hin kann. Are you all right, Noah? I'm fine. I'm not sure how to feel. That's all. Bald sind wir zu Hause, nur dann kannst du dich ausruhen. So, das Lager, das nehme ich mit. Eben kurz die extra XP vergeben. You know, you've got to take regular breaks. Haben wir unsere Kleidung mal sauber. So, einfach auf Max-Stufe am besten. Konnten alle nochmal ein Level mitnehmen. Ich speichere auch mal eben kurz ab. So, ist hier irgendwas? Augenscheinlich eher nicht. Da ist möglicherweise der Tod. Es ist nicht unmöglich, da ist Vieh zu besiegen. Wenn es in einem gelben Bereich ist, dann kann man es noch besiegen. Ganz umwerfen. Mein Gott. Warum bin ich mit solchen Idioten bestraft? Die erstmal ein halbes Jahr brauchen, bis sie ihre Fähigkeit einsetzen. Ganz. Du hast einen Job. Intelligenzbestien. Ich helfe dir mal hoch. So, Heilungsring. Wir hatten ihn fast down. Ich versuch's nochmal. Okay, ich lasse es bleiben. Also ich könnte es schaffen, aber es ist schwer. Es lohnt sich momentan auch nicht so wirklich. Wenn ich so zwei Level mehr habe, dann würde ich es tatsächlich nochmal versuchen. Dann würde ich es wahrscheinlich sogar schaffen. Weil Lance dann lange noch überleben würde. Riku's so sleepy. Could do with long soaking bath. Oh, to be a carefree Nopon. Just hold out a little longer. We'll be back soon.
Oh! Look! Friendlies! Hey! It's me! Lance from... Irgendwie habe ich mir sowas schon gedacht. Cut it out! We're your friends here from Colony 9! They're not listening, Lance! The spark! Don't they recognize us? Noah? Noah? We'll just have to fight back. Fight back? You're crazy! Just don't kill them. Oh, is that all? Easier said than done. Wine later. It's time! Toll, dass uns unsere eigenen Leute angreifen, aber wie gesagt, irgendwie schon damit gerechnet. Weil es hieß ja, der wahre Feind erwacht beim letzten Mal. Da habe ich mir sowas echt schon gedacht. So, den könnt ihr jetzt mal ruhig umfallen lassen. Konzentriert eure Angriffe auf den da. Ja, jetzt ist der eh fast tot. Das passiert, wenn man nur blind Befehle ausführt. And now the whole world will be your enemy. I wonder how your lives will turn out. I'll enjoy watching you. The world our enemy. Huh? What was that? If we get any closer to Colony 9, we're just going to end up getting surrounded. We've no choice. We're gonna have to head back! Explain later. Right now we need to focus on getting out of here. Jetzt spielen wir die. Ich spiele Mio. Die Verteidiger kämpfen. Mio ist eine Verteidigerrolle. Die heißt C4, die Klasse. Okay. Ich muss sogar die Aufmerksamkeit auf mich lenken mit der. Aber schön, dass sie dieselbe Kack am Dampfen haben wie wir. Na gut, ich würde sagen, hier beenden wir das für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!